Und damit hallo und herzlich willkommen zum vierten Spieltag von Gruppe E, Drake gegen Bane. Und ja, ich muss es nochmal sagen, heute bin ich tatsächlich nochmal alleine dabei. Aber das wird sich in den nächsten Spieltagen ändern. Es gibt nur einen besonderen Grund, warum ich heute nochmal allein kommentiere. Das will ich jetzt hier gar nicht weiter mehr ausführen. Aber ich kann so viel versprechen, in den nächsten Spieltagen werden wieder Kommentatoren mit dabei sein und auch neue Kommentatoren mit dabei sein. So viel sei schon mal sicher. So, wir sind hier in Gruppe E, dem vierten Spieltag. Und ja, wir haben hier ein Spiel zwischen Drake und Bane. Drake hat ja sein erstes Spiel 3:0 gegen Alex verloren, gegen Alex SWE. Während Bane sein erstes Spiel gegen TG mit 2:1 gewonnen hat. Wir haben es ja vorhin dann wahrscheinlich schon gesehen, wenn alles so klappt mit dem Upload, dass TG sein zweites Spiel gewonnen hat, wodurch er sich in eine bessere Position gesetzt hat. Und das ist natürlich jetzt eine perfekte Position für Bane, auf 4 Punkte zu kommen und dementsprechend sich an die Spitze der Gruppe zu setzen. Aber es ist auch eine sehr gute Position für Drake, um wieder auf alle wichtigen Leute aufzuholen. Also ein sehr wichtiger Spieltag und deswegen gucken wir mal gleich, wie der ausgegangen ist. So, wir sehen hier von Bane ein Monster-Deck, das hatten wir ja schon gegen TG von ihm gesehen, damit hat er ja schon gewonnen gehabt. Und auf der anderen Seite von Drake ein Deck, das sich um Olaf dreht, eine sehr interessante Strategie. Bane passt hier auch sofort. Ich vermute mal, weil er den typischen Opener mit dem guten Bran Tyrsek vermutet. Der typische Opener ist da nämlich, dass er den Morgwag verwirft, dass er, je nachdem, ob das jetzt vor dem Patch war, das war scheinbar noch nicht vor dem Patch, dass er noch ein paar von seinen anderen Ankret-Kriegern verwirft oder eventuell noch den Wolfsbann. Hat damit hier ja im Prinzip gleich eine relativ starke Karte rausgebaitet, durchaus sinnvoll. Hat gleich auch verhindert, dass er selbst dann irgendwie in den Nachteil gerät, dass er wegen dem Morgwag nicht sofort passen kann. Und kann sich jetzt dementsprechend sicher sein, dass er hier eine lange zweite Runde bekommt, die wahrscheinlich wichtig für ihn sein könnte. Schauen wir auf jeden Fall mal. Interessanterweise spielt Drake noch die... Drake spielt offenbar noch die Piraten, was ich durchaus interessant finde. Das ist eine Karte, die man inzwischen nicht mehr so oft sieht, seit die Verwerfendecks so im Generellen einfach nicht mehr ganz so beliebt sind. Ja, und Bane versucht jetzt dementsprechend die Runde ein bisschen lang zu ziehen mit seinem Frost. Das passt Drake eigentlich aber auch ganz gut, denn er kann die Runde ein bisschen länger ziehen, um sein Großschwert ein bisschen stärker zu machen. Dementsprechend, ja, passt das eigentlich gerade beiden, dass Bane mit dem Wetter spielt. Da kommt jetzt auch nochmal das Doppelwetter. Aber wie gesagt, auch das macht Drake jetzt erstmal nicht viel aus, weil sich sein Großschwert ja dann einfach immer wieder heilen wird. Außerdem hat er hier jetzt sogar mit dem Grämis die Möglichkeit, das komplette Wetter einfach wieder auszuschalten und verhindert gleichzeitig noch, dass sein Großschwert irgendwie zu stark wird, um sich nicht mehr zu heilen. Also auch das gut gelaufen. Ist natürlich jetzt sehr schlecht für Bane, weil er jetzt schon eine Menge seiner Frostkarten verloren hat. Er verhindert jetzt aber, dass das Großschwert zumindest weiter stark werden kann mit Hilfe des Zyklopen. Hat aber trotzdem noch einen ordentlichen Rückstand. Oh, und wir sehen jetzt ist klar, okay. Er spielt die Piraten, weil er offensichtlich eine Ciri im Deck spielt, denn er hat nur einen von den Piraten gerade verworfen. Damit kann man ziemlich sicher sein, dass da eine Ciri im Deck ist und ich vermute mal, dass das Ziel von Drake jetzt sein wird, noch ein bisschen das Deck leer zu kriegen, damit er in der nächsten Runde safe die Ciri auch zieht. Und gleichzeitig will er natürlich jetzt, solange er die Chance hat, weil er hat 30 Punkte Vorsprung, solange er die Chance hat, will er natürlich jetzt versuchen, die Runde möglichst lang zu halten, damit, oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, damit der Gegner halt seine ganzen Frostkarten aus dem Spiel bringen muss. Vielleicht kann er sogar den Anführer rausbaiten. Das wäre nochmal sehr gut gewesen. Hier hat er ein bisschen Glück, dass er Bane noch eine zweite Karte entlocken kann, sodass er mit einer Karte mehr in die nächste Runde geht. Und ich meine, wenn er jetzt eine Ciri spielt, dann hat er zumindest den Vorteil, dass Bane mit seinem... dass Bane jetzt mit seinem Anführer weder seinen Olaf noch seine Ciri treffen kann. Allerdings für Olaf muss er, glaube ich, noch so ein, zwei Bärenkarten ausspielen, Bestienkarten ausspielen. Jetzt ist halt die Frage, zieht er noch die Ciri oder nicht? Ich würde den als Urs Donner wahrscheinlich austauschen jetzt, oder? Oh, gut, dann halt nicht. Da kommt nochmal ein Frost.
In Ordnung. Er wird sich jetzt wahrscheinlich einen Bären zurückholen. Ja, erstmal den Dompteur wahrscheinlich und dann nochmal einen Bären. Mithilfe seines Heymay-Kriegers. Ja, ich denke, es wäre vielleicht cleverer gewesen, in der ersten Runde noch ein bisschen sein Deck leer zu machen, um die Ciri auch zu kriegen. Da kommt jetzt ein Furchtbringer, was durchaus hilfreich sein kann, aber ist halt die Frage, ob das punktemäßig jetzt viel bringt für Bane. Er ist immer noch mit einer Karte im Rückstand und hat 26 Punkte Rückstand. Das wird auf jeden Fall gefährlich für ihn. Das wird deutlich gefährlicher für ihn. Wie gesagt, ich denke, er wird sich jetzt einfach den Bären mit seinem Heymay, mit seiner Heymay-Einheit da zurückholen. Da kriegt er nämlich einen Gegenstand aus dem Deck. Oder er holt sich einfach das Großschwert der Ankretz und legt es in die Frostreihe. Blöderweise ist der Bär jetzt leider ein bisschen schwächer schon. Dadurch wird das Großschwert leider nicht getroffen vom Frost. Oder weil die Runde halt noch ein bisschen länger ist, holt er nochmal blaue jungen Lugos raus. Wie gesagt, im Prinzip von Punkten her ist er gerade sehr stark im Vorteil. Da kommt jetzt nochmal ein Eisriese. Der hat jetzt nochmal ordentlich Punkte gemacht. Durchaus auf jeden Fall. Ist aber trotzdem natürlich noch mit einer ordentlichen Punktzahl im Nachteil. Und der Olaf kommt ja noch. Der Olaf wird ja wahrscheinlich auch nochmal seine 20 Punkte bringen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja doch, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt belebt er sich nämlich einfach einen Bären wieder, um noch seinen Bären oder seinen Bestien-Counter hochzubringen, damit er dann später den Olaf spielen kann. Da haben wir dann jetzt auch... Okay, jetzt hat er schon ganz gut aufgeholt. Bane auf 14 Punkte, nicht schlecht. Da haben wir jetzt auch... wie heißt dieses Monster nochmal, das in der Hexerprüfung war. Das wird jetzt natürlich einfach weggesappt mit dem Donner. Ja, ich weiß nicht, warum Drake hier tatsächlich, um mal ganz ehrlich zu sein, warum er hier Dona spielt. Der kann zwar eine Karte blocken und das ist an sich auch eine gute Sache, aber... Ah, und da kommt Lambert. Der kann auch eine Karte blocken, das ist auch alles schön und so weiter, aber... Nein, jetzt spiel nicht... Oh, ich wollte schon sagen, jetzt spiel nicht Olaf aus. Aber heutzutage bringt halt Blocken leider lange nicht mehr so viel, weil viele lieber Einheiten spielen, die ihre Fähigkeiten sofort ausführen. Ja gut, da hat er nochmal seinen Anführer gespielt, hat nochmal gute Punkte gemacht, aber da kommt Olaf und gewinnt das Ding. Nicht mal mit der vollen Punktzahl, reicht aber trotzdem. Damit holt sich Drake seinen ersten Sieg. Wichtig für ihn, wie gesagt, er braucht den Sieg, um dran zu bleiben. Sind wir mal gespannt, ob er das gleich nochmal wiederholen kann im zweiten Spiel. Bane wechselt seinen Monsteranführer zu einem Verzehrungsmonsteranführer, während Drake auf ein Nilfgaard-Deck, auf ein Enthüllungs-Nilfgaard-Deck wechselt. Er hat auch schon bereits zwei Mangoneln auf der Hand, was sehr gut ist, weil damit kann er gleich richtig viel Druck aufbauen mit den Dingern. Und wenn der Gegner ein typisches Neckar-Verzehrungsdeck spielt, dann, ja, sagen wir mal so, dann hat er auch nicht viel, um was gegen die Mangoneln zu machen. Was sehr vorteilhaft für Drake wäre, weil der dann hier sehr viel Tempo aufbauen kann. Gut, da kommt jetzt tatsächlich ein Kairan. So, und jetzt hat Wayne hier theoretisch die Möglichkeit zu passen. Wird das tun? Er passt es auch hier auch. Da muss man nämlich immer aufpassen. Da kann man sehr schnell ins Hintertreffen geraten. Und da hat Drake hier wohl auch leider nicht ganz genau aufgepasst, dass er dann hier die Möglichkeit zum Passen eröffnet. Weil dadurch schafft Bane zwei Dinge gleichzeitig. Erstens, er geht mit zwei Karten mehr in die zweite Runde. Und zweitens, zwei Mangoneln sind automatisch raus. Das heißt, die starke Kombination dieses Aufdeckendecks ist damit schon mal rausgenommen. Was sehr hilfreich ist. Und ja, im Endeffekt ein bisschen unbedacht gespielt leider von Drake. Aber ich gebe zu, diesen Fehler mache ich auch ab und zu, weil man denkt halt einfach nicht daran, dass der Gegner dann direkt, dass der Gegner eine Goldkarte ausspielt und dann direkt in der nächsten Runde passt. Aber ja, es bringt halt was. Ich sag mal so, es bringt halt was, wenn man das wirklich sinnvoll hinkriegt. Und der Kairan ist auch eine echt mächtige Kreatur, muss ich an der Stelle mal sagen. Der ist fast so gut wie ein Maulkorb. Der ist fast so gut wie ein Maulkorb. Bloß hat halt noch 5 Zusatzstärke am Anfang. Damit kann man richtig den Gegner richtig gut unter Druck setzen, auf jeden Fall. So, ich denke, was halt jetzt auch noch wichtig sein wird, ist, dass Drake jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen aufdeckt, einfach
um seine Kaiser-Golems aus dem Deck zu kriegen. Dafür deckt er die gegnerischen Einheiten auf, damit kriegt er die Kaiser-Golems. Das ist offensichtlich aber kein typisches, normales Neckar-Verzerrungsdeck, sondern ein Todeswunsch-Verzerrungsdeck. Und hier hat's, ja, Bane nutzt seine Goldkarten gerade sehr effektiv. In der ersten Runde die Goldkarte genutzt, um mit zwei Karten mehr in die nächste Runde zu gehen. Und jetzt die Goldkarte effektiv genutzt, um vielleicht sogar mit zwei Karten mehr in die letzte Runde zu gehen. Allerdings vermute ich ganz stark, dass Drake diese Gelegenheit jetzt hier nutzen wird, um einfach zu passen. Weil er weiß, jetzt wird wahrscheinlich als nächstes der Greif kommen oder der Drakonid. Und dementsprechend, ja, will man da wahrscheinlich eher der Greif, weil den Drakoniden wird er in der nächsten Runde für die Eier benutzen. Und da will er jetzt wenigstens mit einer Karte nur weniger in die letzte Runde gehen. Man muss sagen, also ohne jetzt hier viel, sag ich mal, schon den Teufel an die Wand zu malen. Das sieht sehr gut aus für Bane, auch wenn man natürlich fairerweise sagen muss, dass der schon zwei Goldkarten ausgespielt hat. Oh, das ist natürlich eine Karte, die man heutzutage selten sieht, nämlich Egan. Der kann gleich zwei Karten blockieren, normalerweise nicht so stark, aber gegen den Todeswunsch steckt natürlich äußerst effektiv, weil er gleich zwei Todeswunsch-Einheiten blockieren kann. Tatsächlich eine äußerst effektive Karte gegen den Todeswunsch steckt. Er könnte jetzt zum Beispiel gleich die beiden Eier blockieren, um zu verhindern, dass der Gegner sich daran hoch essen kann. Das wäre auf jeden Fall eine Variante, er kann aber auch noch auf andere Todeswunschkarten warten. Muss man jetzt gucken, es wäre vielleicht aber gar nicht so schlecht, die jetzt direkt zu blocken. Gut, er spielt erstmal eine Einheit aus, schnappt sich jetzt wahrscheinlich genau die Kraft des Drakoniden da oben. So, und jetzt kommen natürlich, jetzt benutzt Bane seinen Drakoniden, um die Eier zu verzehren. Ich denke, Drake wartet jetzt einfach auf noch eine weitere Todeswunschkarte, um halt im Endeffekt den Greifen da vollkommen aus dem Spiel zu nehmen, weil der ohne Todeswunschkarten halt relativ schwach ist. Ja gut, kannst halt zwei Karten damit. Irgendwie fehlen Drake gerade so die Karten auf der Hand, die sich für ihn lohnen zu sich zu enthüllen. Weil ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, Drake hat so ein bisschen das Problem, normalerweise spielt man dieses Deck ja noch mit so Feuerskorpion, den man enthüllt, der dann 5 Schaden macht. Aber irgendwie hat er das nicht. Ich weiß nicht, ob er einfach Pech hat oder warum er das nicht im Deck hat. Er hat noch einen riesen Vorteil und das ist Geralt. Mit Geralt kann er theoretisch noch richtig, richtig viel Punkte machen, gerade gegen so ein Verzerrungsdeck. So, jetzt guckt er sich wahrscheinlich einfach noch die gegnerischen Karten an. Da ist noch ein Olgierd. Also eine Nachpatch-Variante. Ein Olgierd, der immer wieder aufersteht. Interessant. Ich meine, er hat sogar noch zwei gute Karten. Das eine ist Geralt, mit der einmal voll was verbrennen kann. Und das andere ist der Nilfgaard-Anführer aus Weißgarten. Ich erlöse sie von ihrem Leid. Der hat den großen Vorteil, dass er eine Karte zurücksetzen kann. Und ich meine, der Drakonid wird ja jetzt schon relativ stark, wie wir sehen. So, da kommt jetzt... Okay, er verzehrt nicht den Olgierd, das ist interessant. Achso, er wollte seine Harpien jetzt rauskriegen, okay. Sinnvoll. Und er hat natürlich, was Drake auch noch auf der Hand hat, ist eine Artefaktenkompression. Bei starken Einheiten lohnt sich das natürlich ziemlich gut, da auch noch was in ein Artefakt zu komprimieren. So, ich denke, wir werden jetzt gleich mal eine Karte sehen in irgendeiner Form, die noch einen Todeswunsch hat, um den Greifen noch zu aktivieren. Oder er futtert den Greifen jetzt einfach mit seiner Kröte. Allerdings bringt das dann nicht so viele Punkte, wie er wahrscheinlich gerne hätte. Schauen wir mal, was da im Endeffekt jetzt bei rumkommt. Ja, er verzehrt den Greifen. Dementsprechend wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn Drake den Egan früher gespielt hätte. Gut, das kann man immer nicht wissen. Muss man dazu fairerweise sagen, das kann man immer nicht wissen. Er könnte, um die Olgierd-Kombination zu verhindern, den Olgierd jetzt noch Artefakten komprimieren, falls der Gegner noch irgendwelche Verzehrungseinheiten hat, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Er kann sich natürlich den aber auch noch aufheben, da wird wohl für einen Igni sich vorbereitet. Ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal mit Egan den Olgierd blockieren, genau.
Und die anderen beiden Karten hoffen, dass ich die dann in der nächsten Runde irgendwie benutzen kann. Da ist eine Kuh. Die würde ich jetzt einfach mit dem Peter kaputt machen. Oder einfach Artefakten komprimieren, beides möglich. Auf jeden Fall muss er sie irgendwie loswerden. Ja, Artefaktenkompression. Gibt er dem Gegner zwar einen Punkt, aber die Todeswunschfähigkeit der Kuh wird halt nicht aktiviert. Und da kommt jetzt ein Neckar. Den kann er jetzt sehr gut mit dem Peter. Zwar wann irgendwas. Fragt mich nicht, ich kenne die Nilfgaard-Namen nicht. Kann er jetzt gut zurücksetzen und ordentlich Punkte machen. Und damit muss jetzt Bane mit noch einer Karte 27 Punkte machen. Das ist schwer. Wird das reichen? Er kann einen Neckar verzehren. Dadurch kommt noch ein Neckar. Aber das reicht nicht. Drake gewinnt damit auch die zweite Runde, obwohl er meiner Meinung nach ein bisschen zu spät tatsächlich den Block angesetzt hat. Aber er gewinnt die zweite Runde und hat damit schon mal das Spiel gewonnen. Kann er jetzt Bane sogar 3-0 besiegen? Das wäre nämlich recht wichtig für ihn, weil er ja das erste Spiel 3-0 verloren hat. Dadurch könnte er das wieder so ein bisschen negieren. Das wäre echt hilfreich, wenn er das schaffen könnte. Er spielt jetzt offenbar ein Zwergedeck. Offensichtlich was, wo er... Ah ja, er spielt mit einer Dolblatana-Einheit, die jedes Mal, wenn eine gegnerische Einheit verschoben wird, 2 Schaden macht. Gegen ein Spion-Deck natürlich nicht ganz so effektiv, weil gerne ein Attentäter gespielt wird. Das heißt, die Karte ist sehr schnell tot und natürlich auch die Schützen, die Karte auch schnell töten können. Falls das ein Spion-Deck ist, aber ich denke... Ah ne, es könnte ein Aufdecken-Deck sein, dann vielleicht auch. Mal schauen. Vielleicht auch eine Kombination daraus. Ich meine, den Anführer tatsächlich spielt man ja eigentlich eher, wenn man... Also diesen Spionage-Anführer spielt man ja eigentlich eher, wenn man Spionen hat, weil der halt zufällig eine Karte generiert. Aber wir sehen schon, Drake bereitet sich hier auf die fiese Kombination vor, einen Ragnarok rauszuhauen. Aber das ist scheinbar eher ein Aufdecken-Deck. Warum spielt er dann aber nicht den Aufdecken-Anführer, der gute Bane? Das frage ich mich tatsächlich. Und das Setup hat ihm jetzt natürlich ein bisschen das Tempo gekostet von Bane. Er muss jetzt gucken, dass er irgendwie den Kartennachteil ausgleicht. Vor allem, weil, wie gesagt, Drake halt noch eine sehr fiese Kombination hat mit Ragnarok, dem Verschieben und den Dolblatana-Schützen oder wie sie heißen. Die halt jedes Mal Schaden machen, wenn eine Karte verschoben wird. Du kannst Karten verschieben, sodass sie schön, dass sie sehr schön im Ragnarok liegen. Und da Drake jetzt hier, da Bane jetzt hier, seine Cantarella aufgedeckt hat, vermute ich mal genau. Er spielt jetzt die Einheit, mit der er sich die Stärke von Cantarella nimmt und hat jetzt einen Einser-Spion auf der Hand, was natürlich sehr effektiv ist, weil jetzt kann er einen Einser-Spion spielen, um den Kartennachteil auszugleichen und hat gleichzeitig aber auch noch die Möglichkeit, die zweite Runde, wenn er will, ein bisschen zu verlängern. So, hier wird dann gleich mal Japan Zikrin um 7 gestärkt, als, ich sag mal so, als Zähigkeitseinheit natürlich sehr effektiv. Da kommt ein Geralt, der einfach mal ein bisschen Schaden macht. Ich meine, das Problem, was Drake momentan hat, ist, dass er ein bisschen Punkte noch machen muss. Jetzt haut er immerhin schon das Ragnarok raus. Das heißt, das könnte jetzt natürlich schon zu einem Problem werden. So, jetzt ist die Frage, was für ein Anführer zieht er? Also bei dem Anführer hier kriegt man die Auswahl zwischen 3 Anführern. Ich glaube, das hat man bei meinem Deck ja schon gesehen und ich habe mich ja glücklicherweise für den komplett falschen Anführer entschieden. Aber hier könnte auch ein recht effektiver Anführer jetzt kommen, vor allem wenn es ein Aufdecken-Anführer wird. Oh. Also das war ein glücklicher Zug, muss man fairerweise sagen. Ein sehr, sehr glücklicher Zug. Nicht nur, dass er den Flüsterhügel gekriegt hat, er hat auch noch... Er hat gleich auch noch die Karte gezogen, die ihm mit Japan Zikrin im Prinzip, die ihn Japan Zikrin töten lassen kann. Und ja, hier sehen wir jetzt, hat Bane clever gemacht. Er hat die Dolblatana-Schützin rausgelockt, wodurch diese jetzt natürlich in der letzten Runde für die großen Punkte fehlt.
Also das wird jetzt ein bisschen gefährlich. Die fehlt jetzt für die letzten großen Punkte. Das heißt, das Verschieben, was ja eigentlich das Ziel des ganzen Decks ist, ist jetzt nicht mehr ganz so stark möglich. Er hat maximal noch eine Karte davon im Deck, die er vielleicht ziehen kann, wenn er Glück hat. Aber ohne Wetter, generell fehlen ihm auch gerade so ein bisschen Goldkarten, wird das schwer. Der Gegner hat noch einen Spion, den er spielen kann, was ein Einser-Spion ist. Also, das könnte Bane diesmal für sich entscheiden. Ja, zwar klar, jetzt kommt erstmal der Spion, sich ein bisschen angucken, was der Gegner erstmal macht. Immer möglich. So, oh. Und ja, da hat er nicht mal Glück, dass er den Dolblatana-Schützen zieht. Fairerweise muss ich jetzt sagen, glaube ich, war das ein bisschen gefährlich, jetzt sich den Zwerg zu nehmen. Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob er jetzt noch einen zweiten Zwerg im Deck hat. Weil wenn er jetzt keinen Zwerg mehr im Deck hat, bringt eben der Zweierzwerg jetzt nichts mehr. Übrigens wäre es da auch clever gewesen, erst den Zwerg zu spielen, um den anderen zu rufen. Aus dem Grund, weil... Ja, er hat keinen mehr. Das habe ich gemeint. Das war alles nicht so clever überlegt. So, da holt er sich die Karte nochmal zurück. Cleverer Zug. Ja, also wie gesagt, das war nicht ganz clever überlegt. Und wie gesagt, selbst wenn es... selbst dann wäre es eigentlich wichtig gewesen, so blöd das klingt, den Zwerg erst auszuspielen und dann alle Zwerge zu verstärken. Ja, das Problem ist jetzt irgendwie, ich verstehe auch noch nicht so ganz, warum... Achso, er hatte Angst, dass die vielleicht zerstört wird vom Gegner. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe noch nicht so ganz, warum er den Dolblatana-Schützen nicht schon lange rausgezogen hat, um mit ihm Schaden zu machen. Weil jedes Mal, wenn der verschoben worden wäre, hätte der 2 Schaden gemacht. Das wäre eigentlich recht effektiv gewesen. Da kommt jetzt ein Nebel. Ja gut, er hat noch theoretisch das gute Wetter auf der Hand. Das kann er benutzen. Er kann aber auch eventuell einfach eine Karte ziehen, mit der er das gute Wetter kaputt machen kann und eine Karte verschiebt. So, jetzt verschiebt er sie. Sie macht die 2 Schaden, blöderweise auf so einen doofen Wolf, der eh nur einen Punkt hat. Ja, das sieht ehrlich gesagt nicht gut aus. Da kommt ein Kuhkadaver. Nach 2 Runden zerstört er die schwächsten Einheiten in der Reihe. Dementsprechend kann, muss Drake einfach nur die Einheiten aus der Reihe ziehen. Klingt erstmal einfacher, aber dadurch hat er jetzt natürlich so einen Zweier-Tick verpasst. Und kann jetzt sogar noch seinen Anführer zurückholen. Das muss ich sagen, ich würde auch, ehrlich gesagt, ich spiele ungern Kahir mit dem Spionage-Anführer in Kombination. Weil ich finde einfach, der Spionage-Anführer jetzt den... Okay. Ich finde einfach, der Spionage-Anführer kann zu oft auch einfach eine schlechte Karte herstellen. Und deswegen bin ich der Meinung, wäre es cleverer, den Kahir nur zu spielen, wenn man weiß, was man für einen Anführer spielt. Ja, und jetzt sehen wir eigentlich schon, dass es schon ziemlich gelaufen. Drake hat nur noch eine Karte und ja... Bane braucht mit 2 Karten jetzt einen Punkt. Da ist ein Lambert sogar noch wieder. Der ist sogar echt effektiv in den Spielen hier. Ja, und damit hat Bane sich zumindest noch einen Punkt gesichert. Wie gesagt, kann durchaus wichtig werden im Ende. Und ja, also Drake hier nur 2-1 gewonnen, aber immerhin gewonnen. Und das Wichtigste an der Sache ist, wir sehen es an der Tabelle, diese Gruppe ist richtig spannend, denn alle... Und zwar ausnahmslos alle haben 2 Punkte. Auf dem ersten Platz immer noch Alex, der halt einfach den Vorteil hat, dass er ein Spiel 3-0 gewonnen hat. Auf dem zweiten Platz Bane und Bane, der ist tatsächlich vor TG, weil er gegen den gewonnen hat. Und ja, dann kommt TG und dann schlussendlich Drake, der halt momentan noch das schlechteste Verhältnis hat. Also... Jeder von den 4 hat beim nächsten Mal die Chance, aus eigener Kraft die nächste Runde zu erreichen. Da braucht man nicht irgendwie darauf hoffen, dass jemand anders so spielt. Jeder, der nächste Woche gewinnt, ist sicher weiter. Und selbst der nicht gewinnt, kann eventuell mit seinem 3. Platz sogar noch in die nächste Runde kommen. Also hier ist einiges noch drin in der Gruppe und ich bin schon sehr gespannt, ja, wie das dann beim nächsten Mal ausgeht. Aber das werden wir dann erst ein bisschen später sehen, denn... Morgen geht's erstmal mit Gruppe F weiter. Bis dahin und ciao.